Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu diesem kurzen Video. Ja, was bedeuten denn Investitionszyklen im Hinblick auf der Generierung von Sales Qualified Leads, insbesondere für meine Zielgruppe, die IT-Branche? Herzlich willkommen zurück zu dem Video. Für die, die mich noch nicht kennen, neu dabei sind, mein Name ist Thomas Klein. Ich bin Experte für die Neukundengewinnung B2B, spezialisiert auf die IT-Branche, Softwareentwickler, IT-Systemhäuser, SaaS-Unternehmen, IT-Berater auch, häufig eine Kombination aus Beratung und Entwicklung für unterschiedlichste Tech-Stacks von Java, Ruby, Rails, SAP, .NET, unterschiedlichste Kunden schon betreut und natürlich auch groß wie klein. Ja? Also kleine Kunden, Solopreneure bis hin zu größeren Kunden von mir. Der größte Kunde bis jetzt war ungefähr 1500 Mitarbeiter groß. Und ja, in diesem Video möchte ich mal ganz kurz beleuchten, wie sieht denn aktuell die Marktsituation aus? Was kann ich denn tun, um Neukunden zu gewinnen, wenn der Markt, sag mal, sich in einer etwas rezensiven Phase befindet? Ne? Also ich meine, es ist ja kein großes Geheimnis. Es gibt da draußen ja sehr viele Dynamiken, Turbulenzen, Restrukturierungen. Ja, also wer kennt es nicht, wer schon mal Vertrieb gemacht hat, der hat wahrscheinlich das Wort wir befinden uns in der Restrukturierungsphase noch nie so häufig gehört wie in den letzten 2 Jahren. Das ist aber auch nichts Neues. Denn letztendlich, mehr oder weniger, wenn wir mal ganz ehrlich sind, hat das Ganze begonnen mit 2018. Ich glaube, es war 2018 mit dem Dieselskandal, ja, letztendlich, und alles fortfolgend mit dem Anstoß, der massiven Anstoß, jetzt halt sozusagen Elektromobilität einzuführen, ja. Und ab dem Zeitpunkt, damals war ich sehr stark auch mit Autobauern und Autozulieferern, klar, das größte Business, was Deutschland zu bieten hat seit Jahrzehnten, weltbekannt, jeder kennt unsere Autos etc. etc. Da hängt letztendlich, ich weiß, ich glaube, jeder 5. Arbeitsplatz in Deutschland hängt da dran, ja, nach wie vor. Und wenn wir dieses komplette Business verlieren würden von heute auf morgen, dann hätten wir ein echtes Problem in Deutschland, ja. Was de facto Schritt für Schritt seit diesem besagten Tag X, ja, wo letztendlich dann auch wieder wir die Schuld an allem hatten, und letztendlich geht's darum, ja, nur Deutschland möglichst klein zu halten. Das ist meine persönliche Meinung, aber es ist ein anderes Thema. Ja, auf jeden Fall 2018, 2019, da ging es eben los, eine leichte Disruption im Automotive-Bereich, eben nur lokal in diesem Bereich. Ja. Und seitdem, dann haben wir uns ein bisschen also einfach andere Branchen rausgesucht, das war auch kein Problem. Aber dann kam eben, naja, die Pandemie, dann kam das, dann kam der Krieg, dann kam dies, dann kam jenes und so weiter. Also auch sehr viele künstliche und selbsterzeugte geopolitische Krisen, ja, die einfach vollkommen vermeidbar gewesen wären, ja. Und das hat natürlich dann wie so ein Dominoeffekt Auswirkungen. Und jeder, der das irgendwie verneint und der sagt, hurra, ja, es ist alles super, der ist meiner Meinung nach komplett unseriös, ja, weil es ist einfach nicht alles super. Und auch diese ganzen Chaka-Chaka-Coaches und so weiter, ja, gibt es bestimmt nach wie vor, aber die werden so langsam ausgesiebt, ja, je nachdem, wie viel Rücklagen sie sich gebildet haben, ja. Es gibt natürlich auch sehr, sehr, sehr gute Coaches und Consultants da draußen, und mit denen arbeite ich auch immer wieder gerne zusammen, aber unterm Strich ist es halt so, dass wir uns aktuell in einer Phase befinden und das leider schon seit einer gewissen Zeit, und das ist quasi so ein bisschen so zäh wie ein Kaugummi, ne? Also die Investitionen werden halt quasi teilweise verschoben, ja, aber es fließen nach wie vor sehr, sehr viel Gelder. Das heißt, es ist also immer noch ein großer Markt da, und ich habe letztendlich auch viele Kontakte, die sagen, es gibt keinen, das war jetzt auf Englisch, ich übersetze es mal, the German market is so juicy like never before. So, wenn du weißt, wen du anrufst und wann, dann kann man da auf jeden Fall noch gutes Geld verdienen, explizit als Softwareentwickler, wo du sozusagen jetzt hat, sag mal, Vielfaches einfach einsetzbar bist für egal was. Ja, sag mal, du bist jetzt einfach ein Java-Entwickler oder irgendwas komplett Generelles, und man kann mit dir sozusagen, du bist einsetzbar für eine Embedded Software oder für eine Web-Applikation oder für ein Backend oder ein Frontend oder sonst irgendwas. Ja, das ist natürlich ideal. Ja.
dann hast du natürlich alle Optionen offen. Ja? Okay, also letztendlich möchte ich mit diesem Video einfach nur kurz sagen, ein paar Tipps geben, dass letztendlich hast du zwei Optionen. Also wann immer, aus welchen Gründen auch immer, du an einem Punkt bist, ja, wo alles ein bisschen zäher läuft, dann hast du immer nur zwei Optionen. Erste Option ist, du kannst dich wie so ein Schneckenhaus, du kannst dich zurückziehen, ja, in dein Schneckenhaus, und dann plätschert es da draußen ein bisschen, ja, es regnet ein bisschen stürmt, ein bisschen Wind geht schneller und so weiter. Und dann kannst du einfach abwarten, bis das alles vorbei ist, vielleicht irgendwann mal, und dann wieder aus dem Schneckenhaus raus. Ne? Und dann kriechst du wieder weiter wie so eine Schnecke. Ja? Die zweite Option ist natürlich, dass du letztendlich durchstartest. Ja? Also ganz ehrlich gesagt, ich werde dieses Jahr auch mehr oder weniger eine Nullrunde machen. Ja? Also das heißt, also ich werde so gut wie keinen Gewinn haben dieses Jahr, weil alles, was ich irgendwo mal verdient habe, ich wieder reinvestiert habe und oder noch werde, beziehungsweise muss auch, ja, um letztendlich am Ball zu bleiben. Das geht bei mir persönlich auch nicht anders. In Tools, in Mitarbeiter und so weiter und so weiter. Also ganz, ganz viele Sachen. Ist jetzt nochmal eine andere Strategie. Ja, da geht es letztendlich um Investmentstrategien. Ja, das ist jetzt nicht Teil dieses Videos. Aber dieses Video wird ja auch veröffentlicht auf meinem YouTube-Kanal Neukundengewinnung. Es geht jetzt nicht darum, das richtige Mindset zu haben, wenn es darum geht, Sales Qualified Leads zu generieren, ja, und sich dafür zu entscheiden, will ich jetzt in mein Schneckenhaus zurück oder will ich durchstarten? Und es wird immer wieder mal in deiner Laufbahn, ich weiß nicht, wie alt dein Unternehmen schon ist, ja, also viele, die mich halt kontaktieren, die sind manchmal ein bisschen jünger, ja, die haben noch nicht so viel Erfahrung, die haben auch noch überhaupt keine richtigen Zyklen durchlebt. Ja, die haben bis vielleicht irgendwie 2017 ihr Business gestartet und haben bis jetzt nur über Boom, 5 Jahre Boom erlebt. Ja, das sind einfach auch Phasen, wo du einfach eine Nullrunde machst, letztendlich gewinnmäßig eine Nullrunde. Das heißt, das Umsatz, was du machst, reinvestierst wieder komplett, um letztendlich in so einer Talsohle oder wenn es ein bisschen rezessiv ist oder ein bisschen Rezession ist oder sowas, ja, am Ball zu bleiben. Und dann kommt wieder die Boomphase, also letztendlich unser Wirtschaftssystem ist in Zyklen, ja, Boom und Bust, Boom und Bust, Boom und Bust letztendlich, ja, ganz einfach gesagt. Aber diese Zyklen, die gibt es seit Jahrhunderten, vielleicht sogar seit Jahrtausenden, und die wird es auch die nächsten 20 Jahre noch geben und die nächsten 50 Jahre, je nachdem wie alt du bist. Ja, auch die nächsten 100 Jahre wird sich da nicht groß was ändern. Und die Dynamiken ändern sich vielleicht, ja, aber die Tatsache, dass unser Wirtschaftssystem so funktioniert, dass es eben diese Zyklen gibt, das ist einfach nur ein Fakt. Und die Frage ist halt nicht, okay, gibt es diese Zyklen oder wann gibt es diese Zyklen? Ja, wann ist jetzt die absolute Talsohle erreicht? Wann ist jetzt diese Rezession oder kommt sie überhaupt? Oder gibt's vielleicht mal wieder eine Depression, ja, die wir schon jetzt seit Jahrzehnten nicht mehr hatten. Ja, manche sagen, Ökonomen sagen, es ist überfällig. Es ist alles völlig egal. Du musst nur wissen, dass diese Zyklen immer wieder stattfinden. Und dass wenn eben der Zyklus ist, dass es eben eher wieder in die Talsohle reingeht, es von dir allein abhängt, wie du eben reagierst mit deinen Entscheidungen. Und wenn du da eben durchstartest, bist du eben, wenn es wieder raufgeht, in einem Boom, an einer völlig anderen Position. Und deswegen mache ich das Video, um das dir einfach mal mitzuteilen, dass du sagst, ich nehme mich mal selber als Beispiel. Die Finanzkrise 2007, 2008, da war der DAX auf 2000 Punkte. Ja, also da hätte ich zum Beispiel gesagt, okay, ich hätte damals auch die Hosen voll. Ich habe auch nicht mein ganzes Vermögen dann rein investiert. Hätte ich es gemacht, hätte ich heute ausgesorgt. Das heißt, immer wenn sozusagen das Blut in den Straßen fließt, das ist immer noch weit von entfernt, aber was ich damit nur sagen will, das heißt, wenn gerade in den Momenten, wenn es so aussieht, als ob es alles ein bisschen zäher und härter wird und letztendlich Turbulenzen kommen oder Restrukturierungen, kann man ja so schön das Ganze benennen. Letztendlich geht es nur darum, dass es manchen Firmen eben nicht mehr so geht und gut geht wie vorher. Manche müssen sich investieren und was weiß ich alles. Ja, aber das sind ja genau diese Zeiten, wo die großen Chancen eben sind. Das heißt, da muss ich eben durchstarten. Aber ich sage nicht, dass du das musst. Ich sage nur, du musst diese Entscheidung fällen. Und wenn du diese Entscheidung richtig fällst, dann bist du eben auf einem wesentlich elevierten Niveau, wenn diese Talsohle überwunden ist. Und die ist irgendwann überwunden. Ja?
Und es gibt da manche, die argumentieren, naja, Deutschland ist verloren, Europa ist verloren, ja, es gibt dann nur noch China und Asien und die BRICS-Staaten und dann die USA und die teilen sich den ganzen Weltmarkt auf. Ja, das sind makroökonomische, geopolitische Zyklen, die sich in Jahrhunderten Zyklen sind das, ja. Das heißt also, es wird da ein Shift geben und irgendwann ist vielleicht, entweder sie teilen sich das auf oder die USA wird komplett abgelöst oder Europa wird zum Museum der Welt oder was weiß ich alles. Aber das ist vielleicht in 100 Jahren der Fall. Das sind absolut, also mega Makrozyklen, von denen rede ich ja gar nicht. Ich rede hier von ein, zwei Jahren, ja, wo du einfach mal durchziehen musst, obwohl du keinen Gewinn machst. Oder vielleicht gerade dann, wenn keiner sich mehr einen Kredit leisten kann, gerade dann vielleicht mal einen Kredit aufzunehmen. Hast du das vielleicht schon mal überlegt? Nicht dann Kredit aufzunehmen, wenn es sowieso alle machen. Also vielleicht antizyklisch mal in deiner Einstellung und in deinen Entscheidungen für dein Unternehmen zu handeln, wäre eine Möglichkeit. Also ich wollte dir nochmal ein paar Impulse geben und auch das richtige Mindset. Ich mache dieses Jahr auch keinen Gewinn. Ich reinvestiere alles in Tools, in Mitarbeiter, in Weiterbildung. Ich mache jetzt gerade meinen Budgetplan, was ich noch übrig habe für dieses Jahr. Und ich werde mir wieder irgendeine Mastermind suchen. Ich werde mir gute Leute suchen. Das Umfeld macht alles aus. Ja. Ich werde mir die neuesten Tools ranholen, testen. So what? Ja, that's the game. Und wenn du quasi, du kannst natürlich auch sagen, ich sag nicht, du musst das oder das tun. Ich sag nur, so ist es. Ja, entweder du ziehst durch, ja, oder bist die Schnecke. Gehst ins Schneckenhaus rein, wartest, bis der Sturm vorbei ist. Aber dann, wenn der Sturm vorbei ist und der nächste Boom-Zyklus kommt, dann darfst du auch nicht enttäuscht sein oder dich wundern, dass wenn du mit deinem Kopf wieder aus dem Schneckenhaus rauskommst, dass du dann im Schneckentempo weiter ziehst, die Schleimspur, und wenn alle anderen vielleicht bei dir an dir vorbeiziehen im Lauftempo, weil sie sich letztendlich in Schmetterling verwandelt haben, ja, weil sie eben diese Talsohle, diese Zehe, diesen Zyklus, der, wo es ein bisschen runterging, wo es Probleme gab, weil sie den eben ausgenutzt haben und dort all in gegangen sind, ja. Aber die Entscheidung ist natürlich bei dir. Das musst du selber für dich selber entscheiden. Es hängt natürlich auch vom Einzelfall ab. Ne? Manche Leute haben viel Familie, manche haben viel Kinder, was weiß ich alles. Ja? Okay. Bis dahin, dann Thomas Klein, ciao.